Wir werden jetzt ohne viel drumherum zum nächsten Masterstudienprogramm wechseln. Und zwar kommen wir wieder zurück zu dem eigentlichen technischen Chemie-Master. Und wir haben ja noch eine weitere Spezialisierung, die wir vorher nicht vorgestellt haben, nachhaltige Technologien und Umwelttechnik. Und die Kollegin Bettina Mihaly-Schneider wird uns diesen Schwerpunkt vorstellen. Sie ist ja stellvertretende Studiendekanin und Studiendekanin für Green Chemistry und auch Studiendekanin für Verfahrenstechnik. Bitte. Dankeschön, Peter. Ich glaube, die Folien brauchen wir noch. Ja, ich bin jetzt ein bisschen so hin und her gerissen, warum ich jetzt diese Spezialisierung im Chemiestudium vorstelle, obwohl ich Studiendekanin für Verfahrenstechnik bin und Studiendekanin für Green Chemistry. Das ist einfach geschichtlich bedingt. Ich war vor einigen Jahren in der STUKO Chemie stellvertretende Vorsitzende und damals wurden diese Spezialisierungen entwickelt, die wir heute haben, diese fünf Richtungen. Und da war ich damals für dieses Modul zuständig. Und aus historischen Gründen darf ich das jetzt auch nach wie vor vorstellen. Jetzt haben Sie schon ein bisschen was gehört vom Umweltingenieurwesen. Es kommt jetzt gleich noch die Verfahrenstechnik, das Masterstudium, das mittlerweile heißt Verfahrenstechnik und nachhaltige Produktion. Und dann haben wir den Green Chemistry auch noch. Jetzt haben wir so jemand, der jetzt interessiert ist, etwas zu lernen, was für den Umweltschutz und vielleicht auch dazu beiträgt, die generellen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, zu lösen, sitzt jetzt vielleicht mit vielen Fragezeichen da, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Was wäre jetzt irgendwie besser? Vielleicht können wir das dann auch noch da ein bisschen diskutieren. Ich habe nämlich, hoppala, das waren gleich mehrere, da darf man wirklich nur ganz kurz drauf drücken. Ich habe einmal die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, die sogenannte Agenda 2030 hier eingeblendet. Ich hoffe, Sie haben das alles schon mal gesehen. Ja. Das ist nämlich, wurde im 2015 veröffentlicht und tatsächlich 193 Mitgliedstaaten haben sich dazu bekannt und haben diese Vereinbarung unterschrieben. Alles, was an Entwicklung und an strategischen Plänen gemacht wird, hier auch in die Richtung zu überprüfen oder in die Richtung zu gehen. Also das ist so ähnlich wie die Menschenrechte sind jetzt diese SDGs ein normativer Rahmen, der verpflichtend für alle Länder ist, die hier da unterzeichnet haben. Und das sind doch fast alle. Ja? So. Die Frage, wieso kommen die dauernd? Wir sind in der Technik, wir sind bei der technischen Chemie, einfach um Ihnen zu zeigen, wo wir direkt einen Beitrag leisten können. Und da ist natürlich jetzt das Umweltingenieurwesen speziell auch in dem ganzen saubere Wasser und sanitäre Einrichtungen angelagert. Aber wir sind genauso gut, Konsum und Produktion soll nachhaltig sein, in der ganzen Industrie, Innovation und Infrastruktur, vor allem die Innovation ist etwas, was uns hier betrifft, bezahlbare und saubere Energie, Maßnahmen zum Klimaschutz sowieso in jeder Richtung. Also das geht bis in die technologische Entwicklung und auch chemische Grundlagenforschung hinein. Kein Hunger, die ganze Lebensmitteltechnologie ist auch etwas, was Chemie und Chemikerinnen beschäftigt. Und Gesundheit und Wohlergehen, insgesamt die Medizintechnik ist auch ein Bereich in der Chemie, der immer größer wird. Also wir können in verschiedenen Bereichen hier einen Beitrag leisten. Definitiv der Aufruf, Sie müssen sich halt überlegen, was ist das, was Ihnen am meisten Spaß macht und was Sie am meisten persönlich interessiert. Ich weiß, das klärt jetzt, macht es nicht immer unbedingt leichter, aber nur so ein bisschen, es gibt viele Wege, hier einen Beitrag zu leisten. Das war sozusagen der internationale Plan. Die EU hat dann daraufhin aus diesen SDGs heraus einen sogenannten eigenen Aktionsplan entwickelt, den sogenannten Green Deal, der wurde 2019 gelauncht. Und da gibt es jetzt doch sehr viele eben für die EU relevante Maßnahmen, Richtlinien, die herauskommen, die teilweise noch nicht gesetzt sind, teilweise schon, so wie die Frau Schad zuerst auch erwähnt hat, was die ganzen Abwassergrenzwerte und diese Dinge betrifft. Die sind aber nicht nur technische Maßnahmen, sind sehr wohl auch sozial und wirtschaftlich orientierte Dinge, die hier ineinander greifen, weil für diesen sogenannten Turnaround braucht man nicht nur eine technologische Entwicklung, sondern wir brauchen auch möglicherweise ein neues Wirtschaftssystem,
unsere Konsumgesellschaft, so wie sie heute existiert, ist irgendwie fast logisch, dass das so nicht weitergehen kann, wenn wir mit dem Ressourcenverbrauch runtergehen wollen oder müssen. Ja? Und eine der wichtigen Leitlinien hier in der ganzen Transformation ist natürlich auch, don't leave anybody behind. Ja, also dass auch die sozialen Maßnahmen entsprechend gesetzt werden, damit hier nicht Personen in absolutem Elend landen. Ja, also das ist so das ganze, der ganze Komplex. Warum ist das auch wichtig? Weil natürlich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir uns die verschiedenen Dimensionen anschauen. Es ist nicht nur der Umweltschutz, es sind auch die sozialen Aspekte und die wirtschaftlichen Aspekte, die hier mit hineinspielen und mit berücksichtigt werden müssen. Und wir haben die 17 SDGs hier auch ein bisschen aufgeteilt in diese sogenannte Biosphere, Society and Economy. Aber von der EU-Seite kommt jetzt hier noch eine vierte Dimension dazu, die extrem wichtig wird, ist die Safety. Und da geht es viel um Toxikologie, Toxizität von chemischen Substanzen. Also da sind wir jetzt voll in der Chemie drinnen, weil fast jeder Artikel und jedes Produkt, das am Markt ist, hat irgendwo Chemie dabei. Ja? Oder chemische Technologie. Das heißt, hier zu schauen, dass das möglichst ungiftig und sowohl für den Menschen als auch für die Umwelt ist, ist eine Aufgabe, die wir in der Chemie inhalieren müssen und nicht nur in der Green Chemistry. Genau, wenn wir dann ein bisschen weiterschauen in das Berufsleben, ja, also von der EU-Kommission, dieses Bündnis für soziale Verantwortung, diese Corporate Social Responsibility, die gilt für die Firmen. Es ist noch nicht verpflichtend, aber doch, es wächst der Druck hier auch von Firmenseite, die Dinge zu berücksichtigen. Es gibt den sogenannten Nachhaltigkeitsbericht seit 2017, den jede größere Firma abliefern muss. Es wachsen bei den größeren Firmen mittlerweile eigene Abteilungen für Nachhaltigkeit, nachdem wir doch einige chemische Firmen und chemische Industrie in Österreich haben, also auch für Chemiker, Chemikerinnen ein Betätigungsfeld, das immer größer wird und wo händeringend Experten und Expertinnen gesucht werden, die diese Nachhaltigkeitsziele da einen Beitrag leisten können, also auch evaluieren können, was ist wirklich jetzt ein großer Beitrag, ein kleiner Beitrag, in welche Richtung kann das gehen. Also auch ein bisschen aus der Wirtschaftsseite für Sie eine Information, warum ist diese Betrachtung immer wichtiger. Genau, dieses Spannungsfeld Technik und nachhaltige Entwicklung, einerseits ist ja Technik, sagen viele, ja, das ist schuld, dass wir jetzt die Probleme haben. Andererseits heißt es, Technologieentwicklung wird die Probleme lösen. Das ist eben ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen und wo wir auf jeden Fall auch aufgerufen sind, auch wenn es neue technische Systeme sind, aber die müssen zuverlässig sein, die müssen zuverlässig funktionieren, weil darauf ja eigentlich auch der Wohlstand der Gesellschaft beruht, ja, dass gewisse Dinge hier durch Technologien, also durch Technologien bereitgestellt werden, ja. Also sei es jetzt die Lebensmittel oder auch Gewand oder was auch immer, die Dinge des täglichen Bedarfs. Genau, und diese Methoden, wie das hergestellt werden soll, es müssen natürlich hocheffizient sein, gesundheitsfördernd, erneuerbar, ist eben diese große Anforderung jetzt und wiederverwertbar und auch sozial leistbar natürlich. Weil wenn es nur mehr eine gewisse Schicht sich leisten kann, dann ist es irgendwie auch nicht sinnvoll oder nicht im Sinne der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung. Gut, jetzt kommen wir langsam zu diesem Schwerpunkt, den wir da jetzt haben. Wir haben natürlich jetzt schwerpunktmäßig die chemischen Aspekte hier drinnen und auch technologische und prozesstechnische Aspekte, nachdem wir ja in der technischen Chemie sind. Und auch den betrieblichen Umweltschutz ist auch ein Aspekt, der da mit hineinfällt. Die Motivation habe ich schon erwähnt, warum wir das damals so aufgesetzt haben. Und das Besondere an diesem Schwerpunkt ist, dass sie hier tatsächlich über alle Levels der Entwicklung gehen, also von der Grundlagenforschung über die Technologieentwicklung bis hin zum Prozess. Also Sie sehen hier quasi diesen Querschnittsbereich, natürlich chemisch fokussiert und fokussiert auf die Schwerpunkte, die wir hier an der TU Wien, an der Fakultät anbieten. Das ist sozusagen das, was das Green Chemistry Masterstudium unterscheidet, wo wir drei Universitäten haben, wo sie natürlich hier ein breiteres Forschungsfeld haben und mehr Schwerpunkte, die man hier mit hineinnehmen kann. Die sogenannten Themenfelder, die hier behandelt werden,
die nachhaltigen Technologien. Da haben wir zuerst gehört, Nutzung nachwachsender Rohstoffe, das ist ein bisschen so eine Überschneidung. Das kann man natürlich einerseits prozesstechnisch sehen, ich bin ja auch Verfahrenstechnikerin, dass man hier eigene Verfahren entwickeln muss, um das zu nutzen. Andererseits auch von der Rohstoffseite, welche Pflanzen sind überhaupt geeignet, was sind die Inhaltsstoffe, was könnte man noch alles herausholen aus der Pflanze, bevor ich jetzt tatsächlich mir nur mal das Lignin anschaue, was bieten diese Rohstoffe und wie kann ich die möglichst ganzheitlich nützen. Also das sind so Dinge, wo man mehr als nur eine Fachdisziplin braucht, um das wirklich gut beantworten zu können. Und wenn man das dann sozusagen global anschaut und sagt, okay, wie viel können wir jetzt tatsächlich abdecken an dem Bedarf von diesen Produkten, die wir da herstellen können, und wie muss das angebaut werden, wie viel kann ich jetzt nachhaltig auch tatsächlich wiedererzeugen, weil nur weil es nachwachsende Rohstoffe sind, heißt das noch lange nicht, dass das auch nachhaltig ist, wenn das nicht aus einer nachhaltigen Landwirtschaft kommt. Ja, also das ist etwas, was auch viele vergessen, und diese CO2-Neutralität, von der man spricht, ja, muss man sich auch einmal anschauen, was meinen die damit? Die können das nur so sagen, weil sie jetzt im Moment rechnen, jedes CO2, das entsteht, wenn ich einen Baumstamm oder Holz verbrenne, wird als neutral gesehen, weil das ja vorher gebunden wurde. Nur das kann ich nur so lang so rechnen, solange tatsächlich genauso viel nachwächst, wie verbrannt wird, wenn es jetzt da verbrannt wird, ja, das ist so das einfachste Beispiel. In Österreich sind wir gerade an der Kippe. Also wenn man die Umweltbundesamtseite anschaut, da sind also diverse Daten aufgelistet, Messdaten, aktuelle Daten, und die sagen, es darf gerade noch als null gerechnet werden, wenn wir weiter so viel abholzen oder mehr abholzen als nachwächst, dann darf es nicht mehr mit null gerechnet werden. Das ist auch etwas, was dann plötzlich ganz anders ausschaut. Ja? Also das sind so diese globalen Dinge, die man irgendwie aber dann auch mitdenken sollte. Ja, es ist natürlich viel, aber deswegen gibt es dieses Feld. Ja, wir haben einerseits die Spezialisierung und andererseits doch diese globalen Aspekte, die ineinander greifen. Und hier in dem Schwerpunkt haben wir halt also quasi alle Bereiche einmal angeschnitten in der Ausbildung oder in dem, was Sie hier hören können. Integrierte Umwelttechnik, auch zur Begriffsdefinition, das sind Kreislaufschließungen innerhalb eines Prozesses, also zum Beispiel Reinigung, Rückführung von Betriebsmitteln, Prozessoptimierung oder auch zunehmend Prozessintensivierung, um hier Dinge effizienter und ressourcenschonender zu machen, oder die sogenannten End-of-Pipe-Technologien, wo es um Abwasserreinigung und Abluftreinigung und Entsorgungstechnik geht. Das ist sozusagen mehr die Seite des Umweltingenieurwesens. Das sind immer diese Schnittstellen zu den verschiedenen anderen Bereichen, die wir hier auch noch drinnen haben. Doch. Ziel ist es eben hier, ein spezielles Wissen oder ein vertiefendes Wissen, natürlich mit Fokus auf Chemie und technische Chemie, über alternative Methoden, Technologien und Verfahren zu geben, also alternativ zum Erdöl, zur erdölbasierten Produktion. Dann auch gewisse Grundkompetenzen in der Bewertung von chemischen Prozessen, ja, also wie umweltfreundlich ist das eine und wie umweltfreundlich ist das andere, damit Sie einmal zumindest diese Methode kennenlernen, wie man an solche Evaluierungen herangeht und was man da mit einbeziehen muss. Dann natürlich geeignete analytische Methoden, weil wenn ich es nicht messen kann, kann ich auch nicht sagen, ob etwas besser oder schlechter ist. Und auch Kenntnisse über Stand der Technik. Es tut sich gerade im Moment ziemlich viel. Das ist eine große Herausforderung. Ich bin in einem Teil dieser Lehrveranstaltungen drinnen und ich sitze jedes Mal davor und schaue, okay, was hat sich seither jetzt verändert? Was gibt es Aktuelles, was man da mit hineinnehmen muss? Also da ist gerade auch forschungstechnisch und entwicklungstechnisch ziemlich viel los. Genau. Zusätzlich natürlich ist es auch das Ziel, hier dieser Vertiefung besonders kritisch Dinge zu hinterfragen, lösungsorientiert zu denken und auch manchmal zu versuchen, wirklich die eingefahrenen Denkmuster, die Sie haben, beiseite zu lassen. Das ist im Masterstudium teilweise schon relativ schwer, das habe ich beobachtet, geht im Bachelorstudium noch leichter. Sie haben schon eine gewisse Prägung aufgrund Ihres Bachelorstudiums, wo Sie meinen, das ist gut, dieser Weg, oder das geht gar nicht. Ja, also da sich wieder herauszulösen und einmal zu versuchen, wirklich ganz andere Lösungs- und Ideen oder Denkmuster da hier zu aktivieren,
ist teilweise auch eine Challenge und das ist auch ein bisschen das Ziel von nicht allen, aber doch einigen Lehrveranstaltungen da drinnen, hier mal ein bisschen was anderes sich zu überlegen und halt auch sich kritisch mit den Folgen dieser Entwicklungen auseinanderzusetzen. Systemgrenzen ist auch immer so eine Sache, wo betrachte ich was, ja, je nachdem wie ich die Systemgrenzen verschiebe, kann das eine mal besser oder schlechter ausschauen. Auch da gibt es Übungen und eigene Vorlesungseinheiten dazu. Genau, das sind die Pflichtmodule, die sind herauslesbar, nachhaltige Technologien, da geht es eben von der Synthese über die Technologieentwicklung bis hin zur Prozessentwicklung, die Umwelttechnik, Anschlussstelle zum, von mir aus, Umweltingenieurwesen in gewissen Bereichen, die zukunftsfähige Energietechnik, erneuerbare Energiesysteme, ein Riesenfeld, Umwelt- und Prozessanalytik, die Methoden, wie man diese Dinge überhaupt misst. Laberübungen gibt es die Brennstofftechnologie, die Trenntechnik, die relativ flexibel ist, wo sie sich auch bestimmte Themen aussuchen können, und die Umweltanalytik sind die Laberübungen, die da zugeordnet sind. Genau, und dann gibt es eben noch die Wahlmodule, die wir zugeordnet haben, aber das können Sie alles im TIS relativ leicht auch nachlesen, auch die Inhalte dieser einzelnen Module, die da dabei sind. Was vielleicht auch noch wichtig ist, Betätigungsfelder, ich nehme an, meine Kollegen, sind eh alles Kollegen gewesen wahrscheinlich, Kolleginnen, die das vorgestellt haben, haben Ihnen auch die Arbeitsbereiche gezeigt, weil das ist oft so, okay, man studiert was und weiß gar nicht, was man nachher damit machen wird. Grundsätzlich bleiben trotzdem alle Bereiche der chemischen Industrie offen oder auch der Behörden, die Sie hier oder im Monitoring, wo Sie arbeiten können. Aber natürlich schwerpunktmäßig schon die Bereiche, die umweltrelevant sind. Wie vorher schon erwähnt, in den Firmen wird das immer wichtiger, hier auch Fachleute zu haben. Genau, und ja, Berufsaussichten und Berufsfelder ist natürlich nicht vollständig, aber einiges, wo sie sich auch bewerben und wo man sie mit offenen Armen wahrscheinlich empfangen wird, bis sie fertig sind, so wie im Moment die Marktlage ausschaut. Gut, ich bin noch ein bisschen länger da und ich stehe auch für Fragen, also nicht nur für diese Spezialisierung, sondern natürlich auch noch für Green Chemistry und mein Kollege aus der Verfahrenstechnik ist auch schon da, aber auch für das Verfahrenstechnik-Masterstudium zur Verfügung. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für deine Ausführungen, Bettina. Wie gesagt, wir sind schon ein bisschen zeitlich in Verzug. Ja, die